Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RadiumC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Reaction-Runde. Endlich ist mal wieder eine neue Reaction hier auf dem Kanal am Start. Und zwar reagieren wir heute auf die Pokémon Presents. Es ist was geschehen in der Pokémon-Welt. Und da dachte ich mir, muss ich unbedingt mal drauf reagieren. Wenn ich schon nicht auf die Nintendo Direct Partner Showcase reagiere, dann zumindest auf das, weil das hatte ich verpennt und das ist jetzt zum Schluss spät. Und wir gehen direkt rein und ich bin richtig gespannt, was uns denn hier überhaupt erwarten wird. Neue Pokémon-News. Ich bin gespannt, ob da irgendwie krasse Ankündigungen da sind. Ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen. Natürlich hier und da mal ein paar Bilder gesehen, da konnte man nicht vermeiden. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Und Leute, lasst jetzt zum Beginn des Videos schon mal einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. What's poppin'? Ah, heute, das war Pokémon Day. 27.02. Ich werde das Video, by the way, hier ein bisschen zuschneiden. Also ich werde das jetzt nicht einfach durchgehend laufen lassen. Das geht jetzt hier 13 Minuten. Das Video wird natürlich kürzer. Was erwartet uns hier? Mich jucken diese Terra-Raids nicht. Worauf ich Bock hätte, ist ein komplett neues Pokémon-Spiel. Also das... Da wäre ich ziemlich gespannt drauf. Pokémon Go wird wiederbelebt? Das habe ich sogar gespielt. Oh. Pokémon Horizon? Pikachu mit Kapitänsmütze. Geil, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Ich müsste mal wieder Pokémon Go spielen. Leute, zockt ihr noch Pokémon Go? Jetzt mal ganz im Ernst, es war in den Zeiten wirklich richtig beliebt, Mann. Immer mal wieder hat man so Phasen, aber ich zock's aktuell nicht, vielleicht im Sommer wieder. Pokémon Sleep. Was ist denn das? Was ist Pokémon Sleep? Holy shit, man. Der Grafik ist schon mal sehr vielversprechend. Tschüss, das ist einfach die reale Welt, oder? Das war keine Animation, ne? Das ist einfach real life. Wie Pikachu da süß im Bett liegt, Alter. Okay. Wer kennt's nicht? Erstmal aufwachen und dann so ein riesen fettes Pokémon vor seiner Nase haben. Sich erstmal freuen. Erstmal Runsnap machen. Pokémon Masters X. Wow. Bildmaterial nicht im Spiel enthalten. Ja, weil das wahrscheinlich ein zu gutes Bildmaterial ist. Ah, 4,5 Jahre Pokémon Masters oder wie auch immer das ist, werden gefeiert. Krass, also wirklich einige Pokémon-Spiele werden wiederbelebt. Kaffee Remix. Pokémon Kaffee Remix? Was ist das denn? Ich habe noch nie was davon gehört. Jetzt mal ganz im Ernst, kennt ihr diese ganzen Pokémon-Spiele? Haut mir in die Kommentare raus, ich habe von einigen einfach gar nichts gehört. Und was ist das bitte? Was ist das bitte für ein Kinderspiel? Was ist das für eine Kacke, Alter? Kaffee Remix, Diggi. Pokémon Unite. Nicht das gesamte Bildmaterial spiegelt das eigentliche Spielerlebnis wieder. Spielerlebnis. Das Bildmaterial sieht gut aus. Legios. Azugladis. Also neue Pokémon, die ins Spiel kommen. Neue Attacken. Neue Events. Pokémon Presents. Was wird jetzt gesagt? Hi, Pikachu. Was geht ab, Bro? Ich hoffe, es kommt eine richtig fette Ankündigung. Please have a look at this video. Das nächste möchte ich folgendes Video präsentieren. Okay, hau mal raus. Hau mal raus, Bruder. Oh, ich mag die Werbevideos von Nintendo. Wird das jetzt cringy? Man kann Pokémon Packs auf dem Handy jetzt öffnen. Digitalisiert und so. Genau. Jetzt mal ganz im Ernst, wer macht das heutzutage noch? Also es gibt wirklich viele, die noch Packs öffnen und so. Aber sowas bringt euch das so. Aber wie genau funktioniert das? Tauschen mit Freunden. Oh, okay, alles digital. Nintendo setzt einen Schritt Richtung Digitalisierung und so. Es wird aber leider, es wird hier leider nicht geredet in diesem... In diesem Video. Also irgendwie, es könnte geil sein, aber es könnte auch richtig floppen, habe ich das Gefühl. Scheint 2024. Ja, zumindest das. Haben die hier nicht den... Bubble. Auch schön, dass man irgendwas gehört gerade von denen. Bubble. Ich wollte gerade sagen, die haben nicht den GTA 6 Move gemacht. Ich glaube, die machen das bewusst, dass sie jetzt so viel darüber geredet haben. One thing we have not to say. Ja, und das wird das Krasseste sein. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Leute, ihr kennt's alle. Oder? Wer von euch hat es noch nicht mitbekommen? Aber ich habe keine Ahnung... Wie das ausschaut, was es genau ist. Deswegen sind wir hier, Leute. Irgendwelche komischen Augengestalten. Was macht der Bruder für Auge? Game Freak, da kann man sich eigentlich immer auf gute Sachen freuen, ne? Streng geheim, nicht Teil des eigentlichen Spiels. Gib mir gerade Splatoon-Vibes irgendwie wegen dieser Krakelschrift. Eine Vision von harmonischen Zusammenlebens von Menschen und Pokémon. Mhm. Okay, ein bisschen Konzept-Art. Finde ich süß, dass man das macht. Okay, Pokémon in der digitalen Welt. Das geht nie ab, Alter. Ist das die Zukunft, Leute? Ist das die Zukunft? Haben wir hier gerade die Zukunft vor uns? Was möchte man uns damit zeigen? Das sieht ja crazy aus, Alter. So eine ganze Stadt, ne? Alter, wo Menschen normal leben. Pokémon einfach so ein bisschen GTA-mäßig, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist Paris? Das ist einfach Paris. Wow, das ist halt einfach Paris, Alter. Das ist dann wahrscheinlich ein riesen Pokémon-Center, der Eiffelturm.
könnte man gut machen. Okay. Also ich kann gerade nichts deuten. Das sieht aber auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr schön aus. Sehr vielversprechend. Illumina City. Geiler Name. Alter, die Mucke. Pokémon Legenden. Z. ZA. Alter. Erscheint 2025 weltweit gleichzeitig. Holy shit, einfach Pokémon für nächstes Jahr. Aber die können es nicht dabei belassen. Haben die es jetzt dabei belassen? Zeigen die nicht mehr? Zeigen die nicht mehr? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Leute, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für mehr solcher geilen Reaktionen. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und teilt das Video gerne, würde mich sehr, sehr freuen. Dankeschön an die verbleibenden zwei Member. Mitgliedschaften sind ausgelaufen. Jetzt als Info für euch, falls ihr mich weiterhin supporten möchtet, gönnt euch gerne eine Mitgliedschaft. Ihr könnt es Ready-to-Test machen, ist nur 99 Cent, habt ihr dann Emojis. Ready-to-Support war, glaube ich, nur 3 Euro. Könnt ihr unterstützen, habt ihr einige Vorteile dabei, könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Oder Ready-to-Gönn für 6 Euro, das ist natürlich für die absolut hart supporten möchten. Ja, als kleine Info für euch, wie ihr mich weiterhin supportet. Hier ist ein arschgeiles Video, auf das würde ich auf jeden Fall klicken und würde ich nie in meinem Leben verpassen. Klickt einfach drauf, es wird euer Leben bereichern. Haut rein und auf Wiedersehen.